Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Viva 2. Ja, heute ein bisschen verspätet. Beziehungsweise zwei Tage zu spät. Ja, ich habe leider... Wurde ein bisschen eng, nennen wir es so, und ich habe eine Folge Transport Viva eventuell verpennt. Ups. Ja, dafür tun wir aber in dieser Folge weiter. In der letzten Folge haben wir schon hier den Bahnhof angeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch nach Erlensee fahren und vor mir fliegen zwei kleine freche Fliegen rum, die es echt auf Risiko anlegen wollen. Und ich lege es auch auf Risiko an, weil ich habe beschlossen, ich reiße jetzt einfach hier die Hälfte der Stadt aus, weil ich will den Innenstadtbahnhof haben. Deswegen reißt man den ganzen Radi raus. Mittlerweile können wir uns das leisten und das ist auch lustiger als normal. Erstmal alles weg, was da ist. Das wird der Stadt so ein bisschen kosten. Gebäude, Bahnhof, zwei Gleise, 320 Hochgeschwindigkeit, Oberleitung. Ob das die Stadt so freut? Ich setze es hier hinten rein, scheiß drauf. Raus mit der Straße, raus mit der Straße, raus mit der Straße. Hallo, raus mit der Straße. Ja, das geht doch. Jetzt nochmal anpassen. Shift N. Die werden sich auch denken, was für ein Arschloch reißt hier Straßen raus? Ich! So. Schienen. Gleise. Fliege, geh weg. Ich mag gar nicht wissen, was die Stadt sich denkt. Ich glaube, die ist nicht so erfreut. Straße. So, dann können sie hier schon mal wieder drüber fahren. Die Stadt ist verbunden. Und ja, für den Rest muss man sich das überlegen. Wir müssen halt alle jetzt über die Straße fahren. Machen wir hier eine große Straße draus, dann passt das schon wieder. Machen wir so Hex-Hex. Ist auch viel näher. Wir bauen einfach die ganze Stadt ein bisschen um. So. Geht hier eine Straße raus. Und hier. Zack. Ist doch viel, viel besser. Das finde ich auf jeden Fall. So, und damit die uns hier nachher nicht schön zubauen, bauen wir direkt hier noch die Schiene raus. Für den Notfall. Am besten ziehen wir dann hier so die Fliege. Und ich gehe am besten hier so lang. Und wir erhöhen das jetzt hier schon mal ganz leicht, damit wir eine Brücke bauen können, die gescheite. Ich will gerne, dass es hier auch wieder... So, erstmal kümmern wir uns um das. Dann wird hier die nächste Schiene angeschlossen. Die schaut cool aus. Das muss man lassen. Die schaut echt geil aus. Dann wird hier mal die Straße abgerissen. Sollte ja keine stören fürs Erste, so. Und dann wieder Schienen. Schienen, 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 Schienen. Das ist aber kacke, so. Warum jetzt? Ja, okay. Dann halt direkt so. Finde es halt, sagen wir, nicht so schön, aber hey. Jetzt erwartet, dass es sozusagen ein bisschen mehr geht. So, und jetzt können wir hier schon, dass wir hier so einen schönen großen Bogen kriegen.
170 ist doch ganz schön und flott, vor allem für eine S-Bahn. Sollte das hoffentlich passen. Jetzt tun wir mal hier direkt verbinden und schauen, wie das macht. Ja, das geht. Ein bisschen unbeholfen, würde ich sagen. Teils, teils, aber teilweise auch nicht. Ja, das ist doch ganz schick. Haben wir schon eine Kreuzung eingebaut. Oder wir können hier auch die Signale schon mal setzen. Zack, zack. Die Signälchen werden gesetzt. Das machen wir relativ flott und simpel. So, und da hinten setzen wir einfach auch gleich hier noch ein paar Signale. Perfekt, dann haben wir hier schon mal die Signale gesetzt. Hier sind sie auch schon durchgesetzt. Perfekt. Perfekt, perfekt. Dann können wir ja die S-Bahn 3 setzen. Die fährt 1, 2, 3, 4. Das ist die S-Bahn 1 Linie und verbindet somit die ersten Gebiete hier. Da suchen wir uns jetzt schön zwei Züge raus, die das Ganze verbinden. Wo ist unser Depot eigentlich? Wo ist das Depot hingesetzt? Jetzt sind wir ganz blöd, wo ist das Depot hin? Wir haben noch ein Zugdepot, aber wo ist es hin? Oder habe ich das bis jetzt noch nicht gebaut? Das wäre ziemlich bekloppt, wenn ich das noch nicht gebaut hätte. Okay, wir probieren jetzt was. Wenn das hier irgendwo ist, dann muss ich hier rein theoretisch auch mit den Schienen was machen können, oder? Wenn ich hier... So, in welche Richtung gehen denn hier nochmal die Schienen? Ich habe jetzt absolut keinen Plan. So, so muss ich abfahren und so muss ich abfahren. Gut. Dann setzen wir das ein bisschen so ab vom Schuss hin. Krümmung zu groß. Mhm. Doch nicht, Mensch, Meier. Nix Kollision, das soll ja auch kollidieren. Steigung zu groß. Ah, warum? Warum immer bei mir? Mensch. Dann halt hier drüben. So, jetzt nochmal kurz die Linie angucken. Das so, so, okay. Dann jetzt hier so raus. Und von hier so rein. Das funktioniert doch jetzt. Dann drehen wir das ganze Ding hier um. Zack, angeschlossen. Schon erledigt und dann können wir hier einkaufen gehen und dann schauen wir uns mal die Varianten an. CityJet. Ja, das sind die ganz neuen, glaube ich, heutzutage. Ladegeschwindigkeit mal 12. Alle für kleiner. Dann nehmen wir zwei von denen hier, oder? Zwei Stück gleich kaufen. Auswählen und auf S-Bahn einsetzen. Wenn wir jetzt hier Start machen, dann sollten die rauskommen. Oh, das Geräusch hat schon ein bisschen S-Bahn-like. Ja, okay, das Modell ist jetzt ein bisschen... Ja, aber es ist schon ordentlich gemacht.
schick gemacht hat. Jetzt gibt der Gas. Und jetzt kann der nächste losfahren, oder? Oh ne, da kommt ein ICE angerollt. Es tut mir leid, ICE. Nur die Frage, warum rollt mein... Also ich sag mal, es ist nicht schlecht, aber warum rollt meine S-Bahn auf dem falschen Gleis? Ich sollte vielleicht... Ich habe irgendwas falsch gemacht. Irgendeinen Fehler habe ich hier... ganz, ganz groß verbaut, weil nicht gut, dass er auf der falschen Linie fährt. Also, dass der jetzt auf der falschen Seite fährt, ist irgendwie nicht gut. Bitte wechsel jetzt. Bitte. Ja, er macht's. Gott sei Dank. Der ICE muss jetzt zwar bremsen, aber immerhin fährt der City Shed nicht auf der falschen Seite und kollidiert irgendwann. Und rein theoretisch müsste jetzt im Hintergrund, warum fährt der immer noch nicht raus? Ah, oh. Ja, weil der jetzt, oh, ich bin so dumm. Ich bin richtig dumm. Ah, scheiße. Das ist ja, was mache ich denn hier auch? Ist ja richtig dumm gewesen, was ich hier gemacht habe. Das ist nicht nur dumm, das ist richtig bescheuert einfach. Jetzt fährt die auch raus. Das war richtig bescheuert. Ah. So, vielleicht kann ich hier noch ein paar Schildchen einbauen. Der fährt die nächste S-Bahn, die andere S-Bahn trudelt irgendwo gemütlich entlang. Aber schick, schau dir das Ding an. Von der ÖBB, der CityJet. Der rollt jetzt bei uns. Wie schnell sind wir unterwegs? Fast 100 km/h, das ist gar nicht schlecht. Nicht schlecht. Der wird sogar schneller. Für einen CityJet ist das echt flott. Klar, der ICE wird wahrscheinlich ordentlich aufholen können. Der CityJet ist auch schon wieder... Die holen ganz schön auf, die kleinen Dinger da. Jetzt müssten die doch irgendwo noch abbiegen, oder? Trifft gleich CityJet auf ICE. Im Grunde der Große auf den kleinen Bruder. Tschung. Nicht der Große. Also, ich weiß nicht, ob die CityJets, aber ich weiß, dass die S-Bahn teilweise doppelt gefahren sind. Also dann hatten die zwei Züge aneinander. Das war auch relativ cool. Aber ich weiß nicht, ob es bei CityJet auch so gehandhabt wird, aber bei uns reichen ja 74 Plätze, werden hoffentlich reichen. So, jetzt müsste dann die Station kommen, oder? Ja, hier kommt sie. Gib ein bisschen Gas. Da fliegt schon wieder ein Flugzeug sehr, sehr tief. Das ist eine busy Strecke auf jeden Fall. 160 fährt das Ding. What? Bis jetzt haben wir uns die CityJet schon über 2 Millionen Minus gemacht. Aber das wird sich ja hoffentlich jetzt ändern. Zack. Jetzt biegt er hier rein. Und nimmt die ersten drei Passagiere schon mal auf. Geil.
Es gibt der Gas und fährt nach hier vorne. Da will ich jetzt einen coolen Shot haben. Will einen coolen Shot haben. Schaut euch diesen coolen Shot an, wenn man jetzt das hier wegmacht. Schaut das richtig cool aus. Geil. Dann lassen wir den jetzt weiterfahren. Weil es ja fast da schon. Oh, die müssen schon alle warten, glaube ich. Wartet ihr schon? Ja. Die warten schon. City Jet fährt ein. Ist halt der Nachteil für sie, jetzt müssen sie immer warten. Ich müsste halt irgendwie auf der anderen Seite hier auch noch einen Eingang bauen. Geht das? Kann ich hier rein theoretisch jetzt noch schnell unter Konfigurieren? Passagiergebäude. Wo muss ich finden, passend große? Fußgängerwege gleich gibt es ja keine, ne? Das ist schade, bedeutet, ich muss rein theoretisch. Wenn ich sage, ich will unbedingt hier einen anschließen, muss ich hier schnell. So und dann. So kurz wie möglich. So bauen. Sollten die Leute nicht von hier auch reinkommen und den Bahnhof betreten können. Dann ist es eh fast schon wieder ein großer Bahnhof. Konfigurieren, wir machen den beidseitig jetzt gleich, viel Scheiß drauf. Er geht gar nicht mehr, geil. Ja, dann lass man so. Wir können aber wahrscheinlich hier in der Mitte noch verschiedenes. Muss ich das Teil erstmal aus. So. Sollte ja eigentlich bald auch der andere. Genau, jetzt kommt der hier auch an. Jetzt waren hier zwei Stück. Hier müssen wir halt dann. Oh, genau, der ist noch gar nicht angeschlossen. Ups. Ja. Das erledigen wir mal schnell. Und dann ziehen wir die Straße einfach hier so vorbei. Zack. Die schaut so beschissen aus, aber ja. Wir machen einfach noch einen Anschluss von hier oben auch. Nicht einfach sagen, okay, warte mal. Das muss dann eher hier so rauswachsen. Zack. Genau, dann schaut es ein bisschen natürlicher gewachsen aus. Aber irgendwo muss das die S-Bahn auch von, oder? Ja, da kommt sie schon wieder. Wie schaut es mit der aus? Die hat aktuell nur, die machen aktuell miese, aber ich glaube, die werden sich noch akklimatisieren, die werden einfach ein bisschen brauchen. Von hier muss sie auch erstmal angeschlossen. Das muss sie erstmal angeschlossen werden. Wir können jetzt zum Beispiel dem Bus sagen, der hier hinfährt, er soll auch zwischendurch hier halten. Und somit ändert sich auch viel. Jetzt kommt schon wieder neue. Oh. Sylyt Shuttle Plus, okay. Ihr wollt mich langsam ärgern. Dann können wir jetzt mal schauen, was passiert, weil jetzt haben wir im Grunde ja sozusagen einen Pendelzug zwischen den Dingern. Warum fahrt ihr hier rein? Aber ich checke noch nicht an. Warum wollt ihr hier rein? Ist das jetzt der Wendepunkt oder was? Ach schau, jetzt kommen ganz relativ viele eigentlich. Wo ist der City Shuttle noch? Ah, das ist schon wieder auf dem Weg zurück, okay. Aber jetzt scheint es ja ganz gut besucht zu werden. Ja, ganz gut. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr alles mit einem Daumen nach oben. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wenn ihr eine Idee habt, wo wir was erweitern können. Wir haben jetzt immerhin die Stadt schon angeschlossen.
Die Stadt werden wir wahrscheinlich auch noch ins S-Bahn-System einbinden und dann können wir eine Rundtour machen, in zwei verschiedenen Richtungen machen oder sowas in der Art. Aber müssen wir mal schauen, oder wir machen hier halt eine extra S-Bahn-Station, die einfach nur hier hin und her pendelt. Aber das können wir uns ja alles anschauen, ob wir ja vielleicht auch hier einfach einen Hauptbahnhof noch hinsetzen, der dann sozusagen nach hier über seine S-Bahn-Station ausbreitet. Alles sehen wir uns einfach mal an. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.